Ein herzliches Willkommen zum letzten Boss aus Die Untiefen, der Level 45 Instanz in New World. Beim letzten Boss ist es wichtig, dass ihr den Boss möglichst als Tank immer versucht, die Angriffe möglichst auszuweichen, beziehungsweise die normalen kleineren Angriffe zu blocken. Das sehen wir jetzt gleich auch. Der Tank sollte versuchen, sich so zu platzieren, dass die Gruppe hinter ihn laufen kann und den Boss dann zu nehmen und möglichst dann den Raum zu nutzen und ein bisschen im Kreis quasi ein bisschen rumzuziehen. Wenn er jetzt hier zum Beispiel, seht ihr, ich habe hier mal kurz Aggro verloren, deswegen sage ich euch ganz ehrlich, versucht möglichst den Schaden auf dem Boss zu minimieren, in den Phasen, wo der Tank quasi nicht am Boss stehen kann. Ansonsten kann es wirklich passieren, dass er Aggro zieht. Hier seht ihr jetzt mal den Charge, er lädt quasi sein Schild auf und stürmt dann quasi den Spieler an, von dem er Aggro hat in dem Moment. In dem Fall war zum Glück ich das. Entweder als Tank könnt ihr diesen Schlag blocken, was aber trotzdem ziemlich viel Schaden macht. Am besten, ihr weicht den Schlag aus. Manchmal macht er nach dem ersten Charge-Schlag nochmal einen Schlag. Da müsst ihr dann möglichst blocken, weil sonst taumelt er und der macht auch viel Schaden. Hier hat er jetzt nur den Charge und den normalen Schlag gemacht. Jetzt macht er quasi seine normale Combo, einfach die ersten paar Schläge blocken. Und den letzten Schlag aus der Kombination, wo er manchmal macht, einfach möglichst ausweichen, weil der bringt euch zum Taumeln. Hier seht ihr jetzt quasi, er geht in die zweite Phase über, er spawnt Ads. Die müssen möglichst schnell gekillt werden und in der Phase ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr da jetzt aus der Mitte rausgeht, wegen des Lasers. Bei dem Laser ist es manchmal so, ihr habt es jetzt gerade gesehen, ich habe jetzt kaum Schaden bekommen. Andere werden One-Hit. Wieder andere bekommen ein bisschen Schaden. Ich weiß nicht warum, aber das scheint eine Mechanik zu sein, die noch nicht so richtig funktioniert. Am besten, ihr stellt euch hinter den Boss. In dem Fall macht er jetzt einen kurzen Cast auf dem Boden. Das ist ein AOE. Da einfach aus den Flammen rausgehen. Ihr bekommt sonst Schaden da drinnen. Und den Boss weiter im Kreis ziehen und halt ein bisschen Schaden drauf machen. Und versuchen halt die Aggro nicht zu verlieren als Tank, beziehungsweise die Aggro zu ziehen als DD. Ja, das seht ihr jetzt einfach nochmal die kleinen Kombinationen vom Boss. Da ist nochmal der Augenlaser. Einfach hinter dem Boss laufen und den Augenlaser ausweichen. Warum nenne ich das eigentlich Augenlaser? Das kommt ja aus seiner Hand raus, sehe ich gerade. War mir im Spiel nie so richtig bewusst. Und da ist nochmal die Kombination. Erfordert definitiv ein bisschen Übung, der Boss. Hier wiederholt er jetzt einfach wieder seine zweite Phase, also den Übergang dazu. Spawnt seine Ads. Ads wieder möglichst schnell downfokussen. Die machen verdammt viel Schaden, die müssen weg. Und jetzt mischt er aber seine normalen Sachen aus Phase 1 quasi in diese Phase mit ein. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass die Ads schnell down gehen, weil der Tank sonst nicht den Überblick gescheit behalten kann. Da seht ihr nochmal den Laser aus seiner Hand. Einfach hinter dem Boss laufen zum Ausweichen. Da sind jetzt leider ein paar Leute bei uns draufgegangen. Macht er nochmal seinen AOE. Und da sieht er jetzt mal, er sticht sein Schwert quasi in den Boden rein. Da macht er eine AOE um sich. Da können er relativ leicht rausgehen. Wenn er es nicht schafft, als Tank zumindest, blockt es einfach ab. Ihr seid danach im Taumeln, aber überlebt den Spaß zumindest und bekommt nicht so viel Schaden. Und da einfach jetzt versuchen, nochmal ein bisschen sauber im Kreis zu keiden. Man kann als Tank eigentlich relativ gut die Sachen blocken bzw. ausweichen mit ein bisschen Übung und so halt vermeiden, dass der Heiler zu viel Arbeit hat, was mir jetzt in dem Fall nicht ganz so gut gelungen ist, muss ich zugeben. Ja, und dann herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Boss gekillt. Wenn euch was gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst mir doch ein kleines Like da oder ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.